Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, das hat jetzt natürlich, ja, wie man beim letzten Video sehen kann, sehr lange gedauert, bis ich mich jetzt endlich mal wieder zurückmelde. Leider war ich jetzt über die Weihnachtstage so krass erkrankt, dass ich mich echt gar nicht in der Lage dazu gefühlt habe, überhaupt irgendwas zu machen. Erst einmal fing es an, dass ich mir irgendwas, ja, ich hatte auf jeden Fall eine richtig, richtig dicke Entzündung im Backenzahnfleischbereich und ich hatte so dermaßen eine dicke Backe, ich konnte noch nicht einmal wirklich großartig reden, ohne Schmerzen zu haben. Ja, und weil es ja auch so wunderschön gewesen ist, dass ich am ersten Weihnachtstag zum ja, zum Notzahnarzt durfte, habe ich direkt danach noch eine dicke Erkältung bekommen. Also, wie ihr euch jetzt gerade wahrscheinlich auch denken könnt, mir ging es richtig, richtig scheiße. Ja, also, ich bin ganz ehrlich, das wünsche ich keinem, weil es war wirklich sehr schlimm. Ja, also wie ihr jetzt, ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt auch gerade fragen, warum und weshalb ich jetzt mein letztes Junk Journal nicht weitermache. Das ist ja das Winterzauber oder Weihnachtszauber, ja Winterzauber eher wohl. Eher wohl, ne? Das werde ich im nächsten, ja, im nächsten Winter, so lange ist das ja nicht mehr. Nee, aber das werde ich wohl wirklich erst im nächsten Winter weitermachen. Und ja, weil ich bin tatsächlich schon die ganze Zeit extrem scharf darauf, mit euch zusammen ein anderes Junk Journal zu machen. Und habe auch heute schon das Cover fertig gemacht. Und beziehungsweise angemalt, weil gedruckt habe ich diese wunderschönen Teile tatsächlich wieder mit unserem 3D-Drucker. Und wie ihr natürlich, also die meisten werden jetzt natürlich erkennen können, was für ein Thema es sich mal wieder gehen wird. um welche Sendung es gehen wird. Na, also ich muss dazu sagen, ich bin ein wirklich, wirklich riesen The Walking Dead-Fan. Also für mich gibt es wirklich keine bessere Sendung. Ja, also mein Mann, dem geht das schon tierisch auf die Nüsse. denn ich, ja, ich kann mir die Sendungen tatsächlich immer und immer und immer und immer wieder angucken. Und ich bin jetzt, glaube ich, also ich habe sie natürlich alle durch, natürlich, klar, ne? Aber ich glaube, ich bin jetzt beim 22. Mal oder so, diese nochmal von neu anzugucken. Versteht ihr? Und so, da habe ich mir einfach gedacht, was gäbe es Geileres, ja, außer ein Junk Journal zu machen, ja, über dieses Thema. Ja, also, dieses hier werden die meisten eigentlich kennen. Also, das ist ja von der ersten Staffel. Ne? Don't open, that's inside. Also, nicht öffnen, Tote sind drinnen. Innen, drinnen. Also, kann man sich ja eigentlich. Ne? Und dieses habe ich mir tatsächlich als Vorlage, gab es im Internet kostenlos. Und da musste ich es sofort haben und habe es auch direkt, ja, ausgemalt. Und dieses werde ich mich auch als mein neues Junk Journal Cover nehmen. Ja, also da wird kein anderes mehr kommen. Ne, so pappemäßig oder so. Brauche ich ja jetzt auch nicht mehr, weil, wie ihr hört, ist es stabil ohne Ende. Ja, und leider gab es wohl bei der Vorlage sozusagen kein Buchrücken. Dieses werde ich mir selber machen. Da hat meine Mama mir auch schon einen Tipp bzw. eine gute Idee gegeben. Und zwar werde ich aus. Wo habe ich das jetzt hingetan? Ah, hier habe ich das hingetan. Werde ich mir ja aus dem Jutband, werde ich mir ein Buchrücken basteln. Ich werde wohl, denke ich mal, ja, als Stabilisierung sozusagen
Pappe dahinter kleben, damit es halt ein bisschen mehr Festigkeit hat. Ja, also ihr könnt euch das nachher vorstellen. Ja, so in etwa. Ja, dass ich mir das so sozusagen als Buchrücken mache. Und ja, ich hoffe, das wird gut aussehen. Ich sehe jetzt gerade, weil diese, ja, Druckartikel sozusagen, die haben hier Löcher. Jetzt, so wie ich das vorhabe, hätte ich die Löcher nicht unbedingt haben brauchen, aber ich werde da trotzdem eventuell noch irgendwie eine Schnur durchfädeln, damit das so ein bisschen auf alt getrimmt aussieht. Ja, doch, ich denke, das wird ganz fetzig sein. Übrigens, das Junk Journal wird auch tatsächlich eventuell sogar als ja, zum Verkauf bereitstehen in meinem Online-Shop, sobald es fertig ist. Ich werde nämlich auch nicht ja, alle Blätter sozusagen ausfüllen mit Tags und Taschen. Ich werde einige freilassen, damit der neue Besitzer ja, sich seine eigenen Wünsche da auch noch mal ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, damit der neue Besitzer sich darin noch ein bisschen verewigen kann. Ja, ich bin auch heute schon hingegangen und habe mir ein paar Blätter mal wieder ja, gefärbt und bemalt und. Weil ich finde, das hat immer noch so, ja, ich finde, es ist einfach um Weitem besser als, ja, jetzt vorgefertigte Blätter zu benutzen. Ja, also hier habe ich wieder so ein Kaffeeblatt gemacht. Also in Kaffee getunkt, natürlich nicht ein Kaffeeblatt selber. Diese habe ich wieder mit meinen neuen Lieblingen. Also die habe ich jetzt gerade nicht hier, die habe ich alle an der Spüle wahrscheinlich, weil ich, ne, die habe ich gewaschen natürlich. Habe ich wieder mit diesen Schwämmen gemacht. Dann habe ich wieder getupft, habe ich auch diesmal direkt beidseitig gemacht. Ja. Ich habe tatsächlich wirklich die Farben genommen, die ich auch hier vorne für das Cover genommen habe, weil ich finde, das sollte schon ein bisschen so übereinstimmen, ne? Also ich kann ja jetzt schlecht so in so ein Grusel- bzw. Zombie-Buch oder Apokalypse-Buch kann ich ja jetzt schlecht irgendwie Sonnenfarben nehmen. Ne? Also so oder rosa, pink oder sowas. Das würde ja gar nicht dazu passen. Und deswegen habe ich tatsächlich die Farben, die ich für das Cover benutzt habe, habe ich auch für die Blätter genommen. So. Zeige ich euch einmal ganz schnell durch. Hier habe ich tatsächlich nur ein paar Reste benutzt. Diese roten Punkte wollte ich einfach mal ausprobieren, ist übrigens Kerzenwachs geschmolzener. Ne, also ich sammle ja Kerzenwachsreste. Weil ich die einfach zu einem neuen Kerzen sozusagen gieße. Und da habe ich einfach ein bisschen, ne, Feuer und ein bisschen, ne, drüber getröpfelt. Fand ich eigentlich schon nicht mal so schlecht. Dann hier nochmal. Das finde ich irgendwie, ist mir ziemlich geil gelungen. Das sieht so richtig schön, ja, dreckig, blutig aus. Dieses hier habe ich mit Wachsmalstiften gemacht, aber ich bin ganz ehrlich, also entweder landen sie bei mir in den Müll oder wenn irgendeiner Interesse von euch hat, könnt ihr mir ja gerne mal einen Kommentar in den, ja, unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr den Versand übernehmt von den Wachsmalstiften, werde ich euch die sehr, sehr gerne zuschicken. Aber das ist absolut gar nicht mein Fall. So, dann diese Seite. Ja, auch noch mal mit Wachsmal, obwohl das finde ich eigentlich noch nicht mal so schlecht. Das finde ich sogar eigentlich ganz cool. Dann so. Hier habe ich wirklich ein bisschen sehr herumgematscht, habe einfach Farbe an den Finger und dann batsch. Ne, also passt ja schließlich auch, ne? Da habe ich das Weiß gelassen, ne? Da, manchmal passt ja auch ein bisschen Weiß, muss ja schon mal alles bunt sein. Hier habe ich das auch weiß gelassen.
So, das ist ein, ja, Leute, das, man sieht das jetzt, man sieht es selbst so nicht. Ja, aber das ist ein Blatt, das habe ich in Hagebuttentee, habe ich das getunkt. Eigentlich ist Hagebuttentee ja sehr krass rot. Und das hatte ich mir eigentlich auch erhofft, dass es so richtig, ja, krass blutrot wird. Aber wie ihr seht, ist es leider nicht. Aber es ist so schön auf alt getrimmt. Hier nochmal ein kaffeegetunktes Blatt. Hier auch wieder so ein, ja, so ein Hagebutten-Teeblatt, was auch nichts geworden ist. Leider. Was war das nochmal? Ich glaube, das war auch mit Hagebutten. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das habe ich nämlich in Hagebuttentee und dann nochmal leicht eingetunkt in Kaffee. Aber das ist irgendwie nichts geworden. Leider, leider. So, das ist schon mal das Papier, was ich selber gefärbt habe. Das Cover kennt ihr ja auch bereits. Jetzt möchte ich euch aber noch etwas zeigen. Und zwar, mein Mann, der hat mir ja damals zum Geburtstag, ich glaube, das war vor 2 Jahren, hat er mir das offizielle Koch- und Überlebenshandbuch von The Walking Dead geschenkt. Hier werde ich mir tatsächlich ein paar Ideen rausklauen. Werde sie natürlich nicht kopieren. Ne? Also das wäre auch, glaube ich, gar nicht erlaubt. Aber ich überlege da tatsächlich ein paar Rezepte zum Beispiel rauszuschreiben, damit ihr dafür auch ein paar coole Ideen habt. Ne? Auch mal ein paar Rezepte habt, die von The Walking Dead generell selber sind, ne? Wie zum Beispiel Kartoffelgratin im Glas. Finde ich total witzig. Finde ich total cool. Das ist natürlich ein Rezept, ja. Das wird man hier in Deutschland wahrscheinlich nicht machen, weil Eichhörnchen pikant. In England ist es tatsächlich so, habe ich zumindest mal gehört, wenn sich jetzt gerade ein paar Engländer oder Engländerinnen mein Video anschauen, verbessert mich bitte. Das wäre super. Ja, weil ich habe gehört, in England ist es sogar erlaubt, Eichhörnchenfleisch zu essen. Ja, also mich würde das echt mal interessieren, ob es wirklich so ist. Falls Engländer da sind oder irgendjemand, der das weiß, sehr gerne eine Info mal in die Kommentare schreiben, damit wir alle Bescheid wissen. Vor allen Dingen finde ich das ja auch total cool, ne? Also das passt total hier mit dem Kaffee, mit diesen Kaffeeflecken auch hier mit diesen. Richtig, richtig cool. Na, also hier sind wirklich sehr, sehr viele Rezepte drin, unter anderem, wie man Lebensmittel einlegt und und. Also, ich denke, dass ich davon wirklich ein paar rausschreiben werde und euch zur Verfügung stellen werde. Und was ich auch wirklich richtig krass interessant finde, davon werde ich eventuell auch ein paar Sachen rausschreiben, ist, Moment, genau. Diese Überlebenstaktik in Sachen, ja, Anbau und Lagerfeuer. Na, alles, was in Bezug auf Lagerfeuer zu tun hat. Finde ich auch sehr cool. Vielleicht, also ich werde mir das Buch tatsächlich wirklich als Beispiel nehmen. Bin mir aber noch nicht sicher, was ich davon rausnehmen werde. Und ob ich auch ein paar Rezepte rausschreiben werde. Ihr dürft mir ja gerne mal wirklich auch Kommentare unten reinschreiben. Wie ihr diese Idee findet. Na, wenn ich da so ein paar Sachen wirklich euch auch zur Verfügung stelle. Na, natürlich nicht das ganze Buch, weil das ist ganz schön groß, das ist wirklich dick. Obwohl ich bin ganz ehrlich, ich hatte es innerhalb von noch nicht mal einer Stunde, hatte ich das zu Ende und durchgelesen. Aber das sind auch mal verdammt coole Bilder drin, ne? Also wirklich wunderschön. Und ja, das war heute wirklich ein kurzes, knappes Video, wie ihr jetzt gerade seht. Ich wollte euch einfach nur wirklich schon mal mein Cover zeigen, mein fertiges. Und ja, ich bin gespannt auf eure Meinung, wie ihr diese Idee findet.
Und ich verspreche euch, ihr werdet jetzt nicht auf, also nicht schon wieder 3 Wochen auf das nächste Video warten. Das wird definitiv dieses Mal schneller vonstatten gehen, weil jetzt geht es mir auch Gott sei Dank wieder viel, viel besser. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute und bleibt gesund. Tschüss!